Rimuru Tempest hat sehr viele overpowerte Fähigkeiten, aber wie viele hat er wirklich? Yo, was geht Leute, KingerDB ist am Start. Eure Lieblingsserie ist zurück. Ich habe mir jetzt vorgenommen, dieses Format einmal im Monat rauszubringen. In dieser Serie wollen wir herausfinden, wie viele Fähigkeiten Rimuru hat. Wenn ihr die anderen drei Teile noch nicht gesehen habt, dann findet ihr die Links in der Beschreibung. Wer freut sich auch schon auf Teil 43? Heute werden wir alle seine neu erlangten Fähigkeiten vom Band 8 der Light Novel betrachten. Auch werde ich das Geschehen ein bisschen erläutern. Also ist dieses Video gleichzeitig eine kleine Zusammenfassung der Handlungen in Band 8. Wenn euch das gefällt und ihr mehr haben wollt, dann verschlinkt mit Belzebub den Like-Button. 200 Likes sollten wir locker schaffen. Generell könnt ihr mich supporten, wenn ihr Like, Abo und Kommentar da lasst. Vielen Dank. Alle Fähigkeiten von Rimuru Tempest erklärt Teil 4. Let's get it! Ihr kennt es schon, aber hier nochmal, darf ich vorstellen, das ist der Rimuru Fähigkeiten-Counter. Mit dem zählen wir seine Fähigkeiten. Wie viele wird er am Ende dieses Videos haben? Schreibt es in die Kommentare. Im letzten Video sind wir auf 106 Fähigkeiten gekommen, aber da habe ich ein paar Fähigkeiten vergessen. Rimuru ist dadurch, dass er Clayman sich aufgenommen hat, ein Deathman geworden. Was bedeutet, dass wenn er stirbt und rechtzeitig seinen Astralkörper vom physischen Körper trennt, irgendwann wieder auferstehen kann wie Kasalim. Er hat zusätzliche unendliche Regeneration von Clayman und kann auch Gedanken manipulieren durch Reden. Während der Walpurgis hat Clayman versucht, Rimurus Gedanken durch seine Rede zu manipulieren, was nicht geklappt hat. Im Kampf gegen Hinata Sakaguchi hat Rimuru Multiple Barrier benutzt, um sich zu schützen. Das wären dann alle Fähigkeiten, die noch hinzugefügt werden müssen. Jetzt steigen wir in Band Nummer 8 rein. Nachdem die Heiligen Ritter die Rimuru-Stadt angegriffen und Luminas die Weisen, die eigentlich für alles verantwortlich waren, besiegt hat, kam es zu Versöhnungsgesprächen. In denen ging es um die Anerkennung der Dämonen aus Yura Tempest und wie man jetzt den Kampf zwischen Rimuru und Hinata wertet. Es wurde sich darauf geeinigt, dass die Dämonen anerkannt und Rimuru und Hinata in Gleichheit erzielt und zusammen die Machenschaften der Weisen aufgedeckt haben. Hätte man gesagt, dass Hinata gewonnen hätte, würde Rimuru Stärke in Frage gestellt werden von der Welt. Das wäre dann in möglichen Angriffen ausgeartet. Und hätte man gesagt, Rimuru hat gewonnen, was auch passiert ist, dann hätten die Menschen noch mehr Angst vor Rimuru. Und da er ein gutes Image bei den Menschen haben will, wäre das kontraproduktiv. Anschließend fand ein Bankett statt, wo es auch viel Alkohol gab. Dort stellte sich heraus, dass Rimuru seine Giftblocker schwächen bzw. frei manipulieren kann. Er hat sich zuvor aufgeregt, dass er sich nicht betrinken kann, was er aber jetzt tat. Natürlich ist er dadurch resistent gegen Gift. Es gab noch weitere Verhandlungen und Essen. Nachdem hat Rimuru zusammen mit Kurube, der für die Waffen in Tempest zuständig ist, die Waffen inspiziert, die sie jetzt haben. Im Kampf hat Raphael die Panzer der Heiligen Geister analysiert und kopiert. Das ist die Rüstung, die die Heiligen Ritter der Kirche verwendet haben. Sie funktioniert, indem man Magie in einen Elementargeist einflößt. So manifestiert sich dann die Rüstung. Es gibt mehrere Arten von diesen Panzern. Die offensichtlichsten, weil sie von Elementargeist abhängig sind Feuer, Wasser, Erde und Luft. Ein Heiliger Ritter konnte bis jetzt nur ein Element nutzen. Aber Rimuru kann die Elementarzugehörigkeit ändern. Das heißt, dass er Panzer verschiedener Natur nutzen kann. In Teil 2 von diesem Format haben wir gesehen, dass er verschiedene Elementargeister in sich aufgenommen und kopiert hat, um die Schüler von Shizu zu retten. Die verschiedenen Elemente der Panzer, die Rimuru verwenden kann, sind Erde, Wasser, Wind und die Leere. Wenn ihr Teil 3 gesehen habt, erinnert ihr euch bestimmt an das Schwert von den Weisen, was sie Hinata gegeben haben. Dieses Schwert sollte angeblich Veldora verletzen können. Das ist auch das Schwert, was am Ende Hinata sehr schwer verletzt hat, weil es von den Weisen in die Luft gejagt wurde. Rimuru hat dieses Schwert analysiert, aber es stellt sich heraus, dass man damit nicht Veldora verletzen kann. Das Hauptthema im Band 8 ist, dass Rimuru für sich und seine Stadt ein gutes Image aufbauen will. Er will von den Menschen anerkannt werden, so können sie einfacher Handel betreiben und haben generell weniger Stress. Die Kirche hat ja auch nur angegriffen, weil Lügen über Rimuru erzählt wurden. Damit sie ein gutes Image bekommen, will er ein riesiges Fest veranstalten, wo alle möglichen Könige, Adlige, bekannte Personen und natürlich auch normale Bürger eingeladen sind. Eine Einladung verschickte er auch an den Heldenkönig Gazelle und hier stellten sich ein paar interessante Dinge heraus. Gazelle und seine Minister berieten sich wegen den ganzen Ereignissen in Yura Tempest. Hinzu kam noch, dass einige skeptisch waren über die Einladung von Rimuru. König Gazelle, hiermit lade ich dich zum Fest ein, antworte aber schnell, denn die Plätze sind begrenzt. So ungefähr hat er es formuliert. Die Minister hatten Angst, dass Rimuru irgendwas Hinterlistiges plant, da er nun zum Dämonenkönig geworden ist. Auch fanden sie das Schreiben respektlos. Natürlich hatte Gazelle auch seine Bedenken. Zuvor war Gazelle in Tempest, nachdem die Pharma-Soldaten besiegt wurden und Rimuru zu Dämonenkönig wurde. Bei der Besprechung hat Gazelle mit seinem unique Skill Despot versucht, Rimurus Gedanken zu lesen, um seine wahren Absichten herauszufinden. Aber es klappte nicht. Rimuru ist immun gegen Gedankenlesen. Zu viel Macht kann einen blenden oder einen verändern. Das war auch der Grund, warum Gazelle skeptisch war. Zurück zur Besprechung.
Die Zwergennation ist stolz darauf, eine Nation zu sein, die einen nicht wegen ihrer Herkunft verurteilt oder deshalb Vorurteile hegt. Sie sind also generell unvoreingenommen. Das sagen sie selber. Aber wenn man beachtet, dass Gazelle der erste Partner von Rimuru war, verleiht das ihren Grundsätzen viel mehr Gewicht. Deshalb nahm Gazelle die Einladung an. Bis jetzt hat Rimuru noch nichts gemacht, was seine Zweifel wecken würde, also würde er ihm weiterhin vertrauen. Damit waren auch die skeptischen Minister einverstanden. In der Konferenz war auch der Kampf zwischen Hinata und Rimuru Thema. Die Späher aus Dwargon haben den Kampf beobachtet, konnten aber nicht das Ergebnis sehen, da die magische Energie, die im Kampf entstand, zu hoch war, als dass man den Kampf aus der Ferne mit magischen Gegenständen betrachten konnte und sie sind dann einfach kaputt gegangen. Die offizielle Version war ja, dass Rimuru und Hinata einen Gleichstand erzielt haben. Dies glaubten aber die Minister und Gazelle nicht ganz. Denn die Kirche hat auf einmal die Dämonen anerkannt und wollte sogar mit Dwargon Kontakt aufnehmen. Bis vor kurzem hat die Kirche die Bewohner von Dwargon nicht mal als Menschen anerkannt und sie nur geduldet. Warum sollte bei einem Gleichstand die Kirche von Lobirus ihren Glauben über den Haufen werfen? Die Kirche war ja gegen Dämonen. Eines ihrer Grundsätze waren, dass mit keinem Dämon verhandelt werden durfte. Mit diesen ganzen Tatsachen wurde geschlussfolgert, dass Rimuru wahrscheinlich Hinata besiegt hat. Daraufhin meinte Jane, eine Späherin aus Dwargo, die auch an der Konferenz teilnahm, dass Rimuru wahrscheinlich stärker als Gazelle ist. Das wollten die Minister nicht wahrhaben. Wie kann ein so junger Dämonenkönig stärker als der Heldenkönig sein? Wenn man bedenkt, dass das Alter von Dämonen den Großteil ihrer Stärke ausmacht, kann man das schon nachvollziehen. Dann stellte sich heraus, dass Gazelle kräftemäßig auf den Level von Hinata sei. Das hat mich ehrlicherweise sehr überrascht. Gazelle machte nicht so einen starken Eindruck auf mich. Den einzigen Kampf, den wir gesehen haben, war, als Rimuru noch kein Dämonenkönig war. Und das war auch ziemlich am Anfang der Serie, also wo Rimuru noch sehr schwach war. Jane schlussfolgerte, wenn Gazelle so stark wie Hinata ist und Rimuru sie sehr wahrscheinlich besiegt hat, dann ist er bereits stärker als Gazelle. Gazelle stimmte zu. Für das Fest will Rimuru als Hauptattraktion ein Kolosseum bauen lassen. Unter den Kolosseum sollen dann Sklaven arbeiten für Don Flamingo. Nein, Spaß. Im Kolosseum sollen Kämpfe stattfinden. Dadurch, dass Tempels Heiltränke mit einem hohen Reinheitsgrad hat, können die Kämpfe sehr brutal sein. Und nach dem Kampf würden die Kämpfer geheilt werden. Das Event ist also gleichzeitig Werbung für die Heiltränke. Jetzt brauchen sie nur noch das Gebäude. Dafür hat Raphael aus seiner Erinnerung von Rimuru einen Entwurf für ein Kolosseum erstellt. So ein Entwurf würde normalerweise mehrere Wochen dauern. Frag mal euren Architekten von nebenan. Rimuru verschlägt es nach Burmund, wo er mit Füße sprach. Er lud ihn persönlich zum Fest ein und erklärte ihm auch direkt alles, was mit der Kirche passierte. Dort wollte er auch Yuki einladen, der Großmeister der Gilde. Dafür hat er einen Umschlag und Papier aus sich geholt. Fuse meinte aber, dass Yuki viel zu tun hat, weshalb er ihn lieber nicht einladen sollte. Zurück in Tempest war auf einmal Ramirez dort mit Beretta und Traini. Sie wollten dorthin ziehen, wozu Rimuru schon mehrere Male Nein gesagt hat. Sie haben sogar schon angefangen, einen Eingang zu Ramirez Labyrinth zu bauen. Dann kommt Rimuru auf die Idee, unter dem Kolosseum ein Labyrinth von Ramirez bauen zu lassen. Das geschah dann auch. So konnte Ramirez endlich nach Tempest ziehen. Das Labyrinth wäre dann für Abenteurer zu bewältigen und eine neue Einnahmequelle für Tempest. Zuvor hat er mit Beelzebub Erde gefressen, um im Bau von Kolosseum zu helfen. Da er es gefressen hat, hat Raphael es höchstwahrscheinlich auch analysiert. Das Labyrinth, was darunter entstehen soll, erstreckt sich auf 100 Ebenen in die Tiefe. Auf der letzten Ebene ist dann Veldora als Endboss. Es soll auch das neue Zuhause von Veldora sein, wo er seine magische Kraft, ohne sich zurückzuhalten, rauslassen kann. Bisher hat Veldora seine magische Kraft immer zurückgehalten. Würde er sie frei rauslassen, würden alle Menschen sofort tot umfallen. Damit Veldora es gemütlich hat, haben sich Ramirez, Veldora und Rimuru mit der Telepathie verständigt und haben besprochen, wie alles aussehen soll. Bisher hat Rimuru mit Hilfe von klebrigen Stahlfaden kommuniziert, aber Telepathie kam nie vor. Da sie nun wussten, wie alles aussehen soll, brachte Rimuru aus sich einen Teppich, eine Couch, einen Sessel, Bett und Bücherregale raus. Damit die Abenteurer es einfacher haben, hat Rimuru wie in einem Videospiel Speicherpunkte im Labyrinth ausgelegt, damit man nach einem gewissen Fortschritt seinen Spielstand speichern kann. So kann man aus dem Labyrinth raus und später wieder zurückkommen. Das hat Rimuru mit Hilfe von Raumfortbewegung geschafft. Diese Fähigkeit haben wir schon in einem anderen Teil erwähnt. Aber ich finde, Speicherpunkte zu erstellen ist eine Variation, die man dazu zählen kann. Das ganze Labyrinth ist Ramirez zu verdanken, mit ihrem Perkilia-Skill, Schöpfer des Labyrinths. Es ist eine wirklich sehr mächtige Magie. Dabei habe ich mich schon gefragt, warum Ramirez überhaupt Dämonenkönigin ist, da sie so schwach wirkt. Auch existiert sie länger als Medium und bei Dämonen, wo das Alter die Stärke ausmacht, ist das eigentlich schon eine Hausnummer. In ihrem Labyrinth ist sie unsterblich, das gilt auch für alle, die sich im Labyrinth befinden. Auch kann sie theoretisch alles erschaffen, was sie will im Labyrinth. Diesen Skill wollte Rimuru unbedingt auch haben und ratet mal, was passiert ist. Er konnte den Skill nicht erlernen.
Es ist fehlgeschlagen. Das hat mich echt vom Hocker gehauen. Dass Raphael ein Ultimate Duskill keine Fähigkeiten kopieren kann, ist schon krass. Ich will mal Ramirez irgendwann mal in Action sehen, damit wir wissen, wie stark sie wirklich ist. Alles ist erledigt. Jetzt konnte Wilderer sich endlich verwandeln. Remoro beschützte Ramirez mit dem Schutzmechanismus. Hier wird nicht direkt gesagt, ob es der Schwurkönig Uriel ist oder nicht, aber ich denke mal schon, warum sollte man was anderes verwenden, wenn man sich gegen Wilderer schützen will. Während der Verwandlung im Labyrinth entstand eine riesen Explosion. Remoro hat es überrascht und Ramirez meinte, dass wenn Remoro sie nicht beschützt hätte, hätte sie die Explosion weggeboostet. Ein Grund mehr, warum der Schutz Uriel war. Dass Remoro andere mit Uriel beschützen kann, ist auch eine Variation. Sowieso hat Remoro am Anfang von Band 8 die Stadt mit Uriel beschützt, als Luminas und Veldora in der Luft kämpften. Das Labyrinth ist fertig und Remoro dachte, gut, somit kann keiner das Labyrinth bezwingen. Aber für Wesen wie ihn, die immun gegen Gift sind, nichts essen, nicht atmen und nicht schlafen müssen, wäre es viel einfacher, in den Labyrinth klarzukommen. Aber für einfache Menschen nicht. Später bekam Remoro von Beretta noch die Überreste von Clemons Dämon, dem Beretta bei Varpugis auseinandergenommen hat. Diese wollte Beretta unbedingt Remoro schenken, da sie es als wertvoll ansieht. Das war's mit den Fähigkeiten von Remoro aus Band 8. Ich hätte nicht gedacht, dass es am Ende so viele werden, weil in dem Band legit kein nennenswerter Kampf stattfand, nur ein einseitiger Prügel von Shion. Sie hat die Söhne von dem Dämonenkönig Dragul fertig gemacht, die sich in Tempest aufgespielt haben. Remoro selbst hatte aber keinen Kampf und trotzdem steigen die Anzahl seiner Fähigkeiten. Wie viel er wohl noch hat? Yo, das war's mit dem Video. Ich sehe, ihr wollt die Tensura-Videos, also werden sie auch kommen. Wenn ihr bis hierhin gekommen seid, dann schreibt Hashtag Teil 5 in die Kommentare, wenn ihr einen Teil 5 haben wollt. Lasst ein Like, Abo und Kommentar da, das supportet den Channel sehr. Folgt mir auf Patreon oder werdet YouTube-Mitglied, da gibt es extra Content für euch. Folgt mir auf Twitch, da werde ich viel aktiver sein in nächster Zeit. Ihr könnt mir auch auf PayPal spenden, das supportet den Channel sehr. Dreht mein Discord bei und folgt mir auf Instagram, um auf den neuesten Stand zu bleiben. Alle Links sind in der Beschreibung. Wir sehen uns. Ciao, ne?